Ich habe gestern diese Cupcakes gemacht und ja, die sind vegan und auch das Frosting ist vegan. Und mein Sohn möchte unbedingt noch mal welche heute haben und jetzt habe ich gedacht, ich mache euch einfach ein kurzes Video drüber, wie einfach und leicht diese mega leckeren Cupcakes funktionieren. Ihr bekommt natürlich dann auch die Rezeptlinks unten in der Beschreibung. Und ich mache aber heute ein bisschen andere. Und zwar mache ich heute Schoko-Cupcakes, aber mit einem Erdbeer-Frosting. Also heute ein bisschen fruchtiger. Und ja, los geht's. Jetzt ist gerade bei uns Winter und es gibt keine Erdbeeren. Ich kaufe dann immer Bio-Erdbeeren und zwar tiefgefrorene. Die gibt es ja das ganze Jahr. Und Achtung, es ist Produktwerbung, unbezahlte in dem Video, weil ich euch meine Produkte zeige. Auch nachher dann bei dem Frosting, welche Sahne ich verwende, welche vegane Sahne. Also das Erste, was ich jetzt mache, ist diese Erdbeeren auftauen. Nehmt da einfach so ein Küchensieb dafür, macht die Erdbeeren da rein und lasst die mal auftauen, weil ich die am Schluss fürs Frosting brauche und das tatsächlich am längsten dauert. Was ich immer als erstes mache, bevor ich dann die restlichen Zutaten abwiege, ist jetzt bei den veganen Schoko-Muffins. Ich nehme da, Achtung, unbezahlte Werbung, die Schokomilch-Hafer von Oatly. Die finde ich super lecker. Und da macht man jetzt noch Apfelessig dazu. Und zwar nicht so viel. Ich schreibe euch das Rezept dann, wie gesagt, in die Beschreibung. Und das ist jetzt wichtig, das muss nämlich jetzt 5 Minuten stehen. Kann man auch noch kurz einmal durchrühren. Und einfach 5 Minuten stehen lassen. Und währenddessen wiege ich die anderen Zutaten jetzt ab, die da dann dazu kommen. Was ich jetzt auch schon vorbereitet habe, ist ein Muffinblech. Ich finde das super. Funktioniert natürlich auch ohne dieses Blech, aber das ist eine gute Investition, wenn ihr öfter mal Cupcakes und so macht. Und da habe ich jetzt schon diese kleinen Papierbehälter reingemacht und ich habe den Ofen schon vorgeheizt. Also Ofen jetzt einschalten, auch wichtig, weil jetzt geht es echt ganz schnell. Jetzt habe ich hier noch die trockenen Zutaten abgewogen. Dann nehme ich einfach eine Schüssel, mache dann bei der Waage immer wieder auf Null. Dann spare ich mir das, dass ich verschiedene Schüsselchen benutzen muss und habe nur die eine. Also da ist jetzt drinnen Zucker, Mehl, Backpulver, Kakao, Vanillezucker und eine Prise Salz. Und ich verwende beim Zucker, beim Backen, Achtung wieder Werbung, Backzucker heißt es. Das ist einfach ein Zucker, der ganz, ganz fein ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also der ist nicht so grob wie Kristallzucker, sondern ganz fein. Also den verwende ich einfach lieber. Und das ist jetzt, während ich das abgewogen habe, auch 5 Minuten gestanden, die Flüssigkeit. Und ich wiege auch immer tatsächlich das Öl ab, weil es einfach einfacher ist für mich. Und ja, jetzt machen wir alle Zutaten zusammen und einfach dann mit einem Schneebesen verrühren. Man könnte jetzt auch das Mehl zum Beispiel und den Zucker noch sieben, also durch ein Sieb, das mache ich nie. Aber für alle, die wunderschön backen möchten, natürlich kann man das auch sieben. Ich finde, es vermischt sich auch so super und ich zeige euch dann nachher einen Muffin, den ich aufschneide. Also das ist völlig klümpchenfrei, auch wenn man es so macht. Und das Öl kommt noch dazu. Dann rühre ich das kurz mit dem Schnee, also mit dem Schneebesen um. Und fülle es dann schon in die Muffinförmchen ein und ab in den Ofen damit. Der ist jetzt fertig, der ist relativ flüssig, nicht wundern, es wird dann nachher super fest beim Backen. Also es wird fluffig locker, aber es wird fest beim Backen, so meinte ich das jetzt. Und noch ein Tipp, ihr könnt es natürlich individuell gestalten. Also ihr könnt das vegane Vanille-Cupcake-Rezept nehmen von mir und da zum Beispiel das Schokofrosting drauf machen oder ihr könnt es auch einfach die Schokomuffins nehmen und das Heidelbeerfrosting oben drauf machen. Also individuell kann man das machen. Und ich mache ja heute mit Erdbeeren.
Da kann man aber natürlich auch Heidelbeeren nehmen, Mangos. Es geht einfach um ein Fruchtmus. Auch Himbeeren kann man verwenden. Und dann hat dieses Topping natürlich den Geschmack von der Frucht. Und wie das Topping geht, zeige ich euch dann, wenn die Muffins gleich fertig sind. Ich habe die jetzt gerade aus dem Ofen geholt. Wie seht ihr, dass die durch sind? Also die bilden dann so kleine Risse an der Oberseite. Bei den Schokomuffins sieht man so, dass die durch sind, und ich mache dann immer noch mit einem Zahnstocher die Stäbchenprobe. Das heißt, einfach in einen Muffin reinstechen, rausziehen, und wenn der ganz sauber rauskommt, dann sind die Muffins durch. Jetzt lasse ich die kurz 5 Minuten hier abkühlen und nehme sie dann raus und stelle sie auf dieses Gitter und lasse sie dann ganz abkühlen. Für das Frosting gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht. Das ist natürlich wichtig, dass das fest wird, die Konsistenz, damit es dann auch so schön auf den Muffins stehen bleibt und das ein Cupcake wird. Ich verlinke euch einen Blogartikel zu den verschiedenen Cupcake-Frostings dann auch hier unten in der Beschreibung. Da findet ihr dann viele Inspirationen und könnt sie auch individuell anpassen. Also heute gibt es ja jetzt Erdbeeren, die werde ich jetzt dann pürieren. Und wichtig ist, damit es ein bisschen fester wird, wenn es kalt wird, ich mache dann immer Kokosmus dazu, also Kokosöl. Und das ist ja jetzt fest. Bedeutet, die pürierten Erdbeeren werde ich kurz am Herd erwärmen mit etwas von diesem Kokosmus, damit es auch flüssig wird. Ich verwende immer die pflanzliche Sahne von Rama. Warum? Wenn ich die schlage, dann ist die so fest, dass die wirklich steht als Topping. Wenn ihr eine andere Sahne verwendet und die Konsistenz ist eher flüssig, dann könnt ihr auch eine Packung Sahnesteif da reinmachen. Heute werde ich auch ein bisschen pflanzliches Erdbeerjoghurt dazu machen, dass sie einfach ein bisschen frischer schmeckt. Aber das ist wie gesagt kein Muss und man kann diese Frostings individuell machen. Ich habe auch ein Frosting-Rezept mit veganer Butter und Puderzucker. Das ist natürlich dann eine extreme Kalorienbombe, aber auch zwischendurch mal lecker. Ich habe jetzt die Erdbeeren püriert und mache jetzt da auch noch ein bisschen Puderzucker mit rein, weil mir das nicht süß genug ist. Und auch das Kokosmus, und zwar ungefähr 2 Teelöffel, und dann mache ich es auf dem Herd warm, damit sich das Kokosmus auch auflöst. Die Sahne ist jetzt richtig schön fest. Das sieht man auch daran, weil das auch bei dem Schneebesen hier so hängt. Und ganz wichtig, ich habe jetzt das Erdbeerpüree mit dem Kokos und dem Puderzucker vom Herd genommen und jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Also in die Sahne nichts Heißes einfüllen. Und ich mache jetzt da eben noch pflanzlichen Erdbeerjoghurt mit rein und dieses Fruchtpüree. Einfach einfüllen. Und auch etwas Joghurt. Und dann vorsichtig unterheben, also vorsichtig umrühren, nicht zu kräftig. Und auch schön unten am Rand. Also am Boden von dem Behälter. Es kriegt auch schon eine ganz tolle rosa Farbe. So, so ist es jetzt fertig. Jetzt könnte man es nochmal abschmecken, ob das auch süß genug ist. Wenn nicht, einfach noch ein bisschen Puderzucker dazu. Und in einen Spritzbeutel einfüllen. Also ich fülle das jetzt hier in diesen Spritzbeutel ein. Ein Tipp,
oben so ein bisschen umschlagen erstmal. Dann jetzt hier einfüllen, dann lege ich es nochmal für 3 Minuten in den Kühlschrank und dann kommt es auf die Muffins drauf. Ich habe es jetzt hier eingefüllt und jetzt drehe ich es oben einfach so ein bisschen zusammen, damit es sich nach unten drückt und legt es jetzt so kurz in den Kühlschrank. Nachher schneidet man eben unten die Spitze ab und kann das so dekorieren, wie man gern möchte. Auftragen auf die Muffins, damit es dann Cupcakes werden. Da bin ich jetzt nicht so der Meister drin. Diese filigrane Arbeit ist nicht so meins, aber ihr kriegt es bestimmt ganz toll hin. Und man kann sich da eben kreativ austoben, so Blümchen machen oder ja, was ihr da gerne mögt. Was ich einfach super gern mache, ist, dass ich dann noch so dekoriere mit so kleinen Streublümchen, die es gibt, dass man die dann so drauf, vorsichtig drauf macht. Das finde ich, schaut einfach süß aus. Jetzt gerade, wenn es um so Deko geht. Und das sind ja essbare Blümchen aus Papier. Und so ungefähr könnte das dann fertig aussehen.